Hallo meine Freunde Hollies und willkommen zurück zu Let's Play Disney Infinity 1.0. Ich bin der Drachenbursch und ich grüße heute in diesem Chaos Playset, nämlich den Marvin, außerdem den Yannick mit Y, 2N und dem CK, also CK am Ende, CK ist kein eigener Name. Egal, ich grüße auch noch den Alexander und auch noch den David. Diese nichtsnutzigen Rowdies haben meinen Briefkasten demoliert und ich erwarte einen wichtigen Brief. Kannst du mir vielleicht einen neuen besorgen, Schätzchen? Sollte machbar sein. Einmal, ups, was? Wir waren mal darüber, ich dachte der Brief. Egal. Wir fahren dahin, wo wir hinfahren sollen. Ich habe schon wieder so einen Raser gehört hinter uns. Es, wir sollten da oben Briefkästen geben. Ich zweifle doch sehr stark, dass es da oben Briefkästen gibt. Aber gut, vielleicht gibt es da hinten noch einen geheimen Briefkastenladen, den ich noch nicht kenne. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht irgendwo da hinten. Wo ist der gemeine Briefkastenladen, der geheim? Ne, das zeigt immer, dass ich da nach oben fahren soll irgendwo. Ah, hier sind die Briefkästen versteckt. Sehr gut. Briefkasten ist gefunden. Flusbriefkasten ist gefunden. Das heißt, wir können hier einen neuen Briefkasten da anbauen. Boah, das nervt mich jetzt langsam. Ich brauche hier mal Nitro. Aber wir haben fast keine... Oh, 700... Ich glaube, 750 war es, oder? Krass. Müssen wir noch einige Missionen machen, bis wir uns hier das Nitro leisten können. So richtig viel Münze kriegen wir hier auch nicht. Naja, jetzt haben wir zumindest wieder ein paar mehr bekommen. Aber für die Aufgaben kriegen wir immer Münzen, von daher, ups, sollten wir auf jeden Fall fleißige Aufgaben machen. Oh, vielen Dank, Schätzchen. Ich hoffe, das Postauto kommt heute pünktlich. Das Postproblem wäre gelöst. So, die schnappen wir gleich mal, weil wir hier eh gerade auf dem Weg sind dahinter. Da können wir bestimmt noch mal ein bisschen was hier einsammeln. Oh, 50 Belohnungen bringt es immerhin, so einen kleinen Wagen abzuliefern. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. So, was wolltest du hier? Hier können wir auch noch irgendwie Geheimfunktionen freischalten. Können wir unsere Kanone oben drauf bauen. Okay. Ach nein, das ist keine Aufgabe für mich. Wir sollen ja erst... Lass den armen Kerl doch in Ruhe. Wir sollen ja erst hier so ein paar Sachen noch kaufen uns. Bei dir haben wir noch eine Aufgabe. Wir haben ja eh noch ein paar Aufgaben. Wir müssen mal gucken, was wir an Aufgaben momentan machen können. Raketen sollen wir kaufen. Ah, die Lackdosen, genau. Das ist der Lackdosenwitz. Ach, das waren diese 10, wo ich von den ersten bekommen hatte schon. Ich erinnere mich. Verdammt. Das war schlecht. Das ist aber, glaube ich, auch eine Lackdose. So, wir müssen gleich noch die nächste Lackdose. Das ist, glaube ich, die ist dazwischen, oder? Ja, ich dachte schon, wir müssen oben rumspringen. Hätte auch sein können, dass wir oben rum müssen, aber in dem Fall müssen wir gar nicht oben rum. Diesmal reicht es, wenn wir unten rumfahren. Zur nächsten Lackdose, die wo ist? Da ist die nächste Lackdose. Da holen wir uns auch gleich noch die nächste. Die sind hier eine nach Lackdose nach der anderen. Da kann man eigentlich nicht viel. Eigentlich kann man gar nichts falsch machen. Ah ne, die ist auch da, okay. Mit Anlauf und... verkackt. Mal umdrehen. Mal im Kreise drehen und wir holen die nächste Lackdose. Wieder nicht. Ach, Mano. Kann doch nicht wahr sein hier. Lackdose. Lackdose. So, jetzt nur noch. Na, komm, wie kann ich da vorbeifahren? Das geht doch nicht. Wie konnte ich da vorbeifahren? 8 von 10. Wir drehen nochmal kurz um, weil ich hier das Zeug haben will. Ist da oben die nächste Lackdose? Anscheinend. 750. Oh, wir können uns das Nitro kaufen. Ah, wo ist das Nitro? Das Nitro sollte da sein. Sehr gut. Keine Ahnung, wie wir das einsetzen, aber zumindest haben wir es jetzt. So, vorletzte Lackdose und... Ach, wo muss man denn da springen, bitteschön? Ah, da hätten wir uns wahrscheinlich selber so eine Rampe hinbauen müssen, damit wir hochspringen können. Das könnte natürlich sein. Oder wir müssen von der Seite nur springen. Hä? Die Lackdose habe ich doch gerade eben geholt gehabt. Ist gemein zu mir. Ne, jetzt wirklich? Die Lackdose habe ich doch gerade eben geholt gehabt. Ah, von der Seite. Ups. Sportwagenbusch. Schön, damit können wir Radiator Springs mit einem Sportwagenbusch verschönern, wenn wir das wollen. Und eine Parkuhr gibt es jetzt auch. Da können wir noch zusätzliche Einnahmen hier holen für Radiator Springs, damit unser Radiator Springs noch schöner wird. So, diesmal springen wir gekonnt. Naja, gekonnt auch nicht, aber wir sind zumindest so gesprungen, dass wir das Zeug bekommen haben. Und die letzte Lackdose bekommen wir jetzt auch. Nein. Ah, Fahrzeug. Hol die Lackdose.
Kann doch nicht so schwer sein, eine Laktose zu holen. Springen sollst du. Springt sie nicht. Doch, jetzt springt sie wieder. Jetzt warst du unter der Laktose springen, Mensch. Frau. Ah, bueno, meine Laktosen. Hey, danke. Ich muss jetzt gleich mit einem Design für mein Bewerbungsvideo loslegen. Streiche deine Stadt mit Ramones lustige Lackierungen in beliebigen Farben. Sieh's dir an. Der Paint Shop. Ah, da können wir wieder Autos verschönern. 750, das ist echt alles teuer hier. Das Abschleppseil können wir uns mittlerweile auch kaufen. Wie wär's mit einem netten kleinen Rennen durch die Stadt? Alles klar. Oh Gott, wir haben das Nitro immer noch nicht gekauft, gell? Oh, das wird schwierig. Aber zumindest wissen wir, wie wir Gegner wegcrashen können jetzt. Okay, neuer Versuch. Vielleicht darf man es ja gegen den da. Ja, Gegner wegcrashen. Ja, gleich viel cooler hier. Oh, einmal einen schönen Drift hinlegen. Das ist nicht genau dasselbe Rennen. Ne, das ist nicht dasselbe Rennen wie vorhin. Ah, die kann man umfahren. Dann muss der arme Kleine sie wieder zusammenräumen. Ich weiß nicht mehr seinen Namen. Oh, seinen Namen. Gehst du weg. Bleib schön da hinten, da wo du hingehörst. Oh. Also ich glaube, wenn man Nitro und so hat, dann können die Rennen sogar relativ flott werden. Ah. Okay, ohne Nitro sind die Rennen echt schwierig. Das heißt, echt schwierig nicht, aber zumindest etwas anspruchsvoller. So, mit dem schönen Drift holen wir jetzt wieder auf, oder? Auch nicht. Dann mit einer schönen Abkürzung. Dann muss ich die schöne Abkürzung eben machen. Da können wir hier seinen Windschatten-Turbo nutzen. Aber auch das hilft uns nicht weiter, befürchte ich. Ja, die fahren schon. Also ohne Nitro. Aber die fahren schon so, dass man das Nitro bräuchte, um sie zu besiegen, sagen wir es so. Aber wir kommen nah ran, wir kommen nah ran. Vielleicht schaffen wir es trotzdem, ihn zu besiegen. Wenn wir hier so ein bisschen noch driften und vielleicht die eine oder andere fiese Abkürzung nehmen. Sowas hier zum Beispiel. Ja, dann kommen wir auch an ihm vorbei. Da dürfen wir nicht reinfahren, das kostet uns Zeit. Oh, hoffentlich haut er jetzt kein Nitro raus oder so. Wir fahren ganz innen. Keine Zeit verlieren jetzt. Wir dürfen ihn auf keinen Fall vorbeilassen. Oh, ich glaube, wir schaffen es. Ja, dem ziehen wir davon. Auch ohne Nitro. Tickix, das war's für dich. Was? Was ist das? Ich will eine Revanche. Bekommst du sicher auch irgendwann. Aber wir wollen eine Belohnung dafür, eine gute. Ah, das ist, glaube ich, auf jeden Fall eine neue Herausforderung für uns. Die Herausforderung haben, glaube ich, auch mal Münzen gebracht, oder? Wir brauchen auf jeden Fall Münzen. Münzen sind wichtig. Damit wir uns neue Sachen kaufen können. Ich glaube, das ist die Herausforderung, die wir gerade freigeschaltet haben. Dann machen wir die doch gleich nochmal. Willst du es versuchen? Großartig! Los geht's! Ach, das ist wieder das Rennen. Oh Gott. Schließe die Runden ab, um zu gewinnen. Aber jetzt müssen wir immerhin, wie die Gegner wegcrashen können. Vielleicht hilft das ja schon mal. So, Lightning. Weg mit dir. Sorry. Alles für den Sieg. Gleich mal erster von sechs. Den Platz müssen wir auf jeden Fall halten. Sollen die sich da hinten ruhig bekriegen. Wir fahren den einfach davon. Das ist aber dieselbe Strecke, glaube ich, sogar wie gerade eben. Das ist gut. Die kennen wir schon. Da wissen wir, was auf uns zukommt. Wie wir den Gegnern davon fahren können. Immer schön hier innen fahren. Die Kurven möglichst schneiden. Beziehungsweise ist natürlich Ideallinie, was wir hier fahren. Woohoo! Da können wir sogar zwischendurch mal einen Stunt uns erlauben. Oh ne. Da schlucken sie unseren Staub und nicht mal den, weil sie schon so weit weg sind, dass sie nicht mal mehr an unseren Staub rankommen. Okay, jetzt müssen wir aber echt mal das Zeug langsam holen. Das ist praktisch. Die Fässer stehen auch jede Runde wieder da. Wird aber nichts angezeigt, ob ich da jetzt auch die Münzen dafür bekomme, wenn ich da die Fässer umlege. Vielleicht werden die mir nur nicht angezeigt. Ich hoffe mal, dass wir sie trotzdem einsammeln, weil wie gesagt, wir brauchen Münzen. Und es dauert relativ lange, hier an Münzen zu kommen. Woohoo! Letzte Runde, Vorsicht. Nicht so lange außerhalb der Strecke fahren. Nicht wieder so Mist bauen wie beim letzten Rennen. Was wir dann wegen so einer dummen Aktion verkackt haben. Und immer wieder ist es lustig. Ah, diesmal haben wir es leider nicht geschafft. Immer wieder lustig, die Reifen umzuhauen. Na dann, mal hier die scharfe Linkskurve hier. Aber schade, dass wir keine Minikarte haben oder so, die uns anzeigt, wo die Gegner sich gerade aufhalten. Aber die sind so weit weg. Ja, mittlerweile haben wir sie raus mit dem Fahren. Sehr gut. Geschafft. Carla. Carla ist Vierte geworden. Das ist schön für Carla. Aber wir machen den ganzen Zaun hier mal kaputt. Der Zaun sieht schon cool aus, wenn er zerbricht. Mehr Zaun kaputt machen. Randale. Ah, sehr schön. Okay.
Sie hat eine neue Aufgabe für uns, glaube ich. Oder? Regen und Schnee können der Post nichts anhaben, aber ein Stau allemal. Meinst du, du könntest den Stau auflösen, damit das Postauto durchkommt? Selbstverständlich. Einfach alle abschleppen. So. So löst man einen Stau auf. Danke, Schätzchen. Ah, den haben wir direkt da reingehauen. Dann können wir gleich mal hier schauen, wie wir die verschönern können, die Fahrzeuge. Einen Hauch Geschichte gibt es im Radiator Springs Andenkenladen. Hier findest du tolle Fundstücke zum Sammeln. Okay. 1000 kostet er sogar. Da haben wir gerade sogar 200 bekommen für die Mission, echt? Okay, wir sollten echt mehr Missionen machen. Schmalspurreifen, bunte Reifen. Oh, rote Reifen, schauen auch schick aus. Und da können wir aber nur die Reifen verändern, oder? Ach so, wir können wahrscheinlich in den verschiedenen Läden können wir dann verschiedene Sachen machen. Beim einen können wir dann die Reifen machen, beim anderen können wir dann, keine Ahnung, die restlichen Sachen einfärben oder so. Das könnte natürlich sein. Du hast eine neue Aufgabe, nachdem wir hier deine schönen Farbsachen gefunden haben. Mann, hey, ich habe gerade die letzte Folge von Mods Deine Dellen aufgesehen. Da ging's um getunte Sedans. Hilf mir, einem meiner Kunden einen neuen Lack zu verpassen, damit ich die Produzenten beeindrucken kann. Alles klar, du bist also hier so der Exhibit in Rente. Wir machen hier wieder so ein bisschen Pimp My Ride. Aber erstmal holen wir unser Zeug hier. Es kann ja nicht sein, dass wir die ganze Zeit unser Zeug hier stehen lassen. So, Belohnungen, Belohnungen, Belohnungen. Was? Achso, das ist das neue Fahrzeug, was wir hier freigeschaltet haben. Okay. So, du gehst mal weg hier. Wir haben nämlich noch mehr Belohnungen aufzumachen. Das müsste jetzt das zweite Fahrzeug sein, was hier geöffnet wird. Die schleppen wir auch gleich hier runter, nicht dass unsere dritte Belohnung nicht kommt. Wir wollen ja den Boost haben, das ist ja die wichtigste von allen Belohnungen. Deswegen sind wir hier überhaupt hergekommen. So, einmal öffnen. Wow, das sieht auf jeden Fall gesund aus. Dann werden wir zu Elektro. Ah ja, jetzt haben wir Boost unten. Den tun wir bestimmt mit Drifts oder so. Ja, mit Drifts laden wir den auf jeden Fall auf. Ein neuer Turbo muss her, sehr gut. Und damit kriegen wir auch gleich eine neue Aufgabe da mitten im Feld. Ja, anscheinend gibt es hier keine richtigen Hauptmissionen, gibt es nur diese Nebenmissionen. Okay, gut zu wissen. Ach ja, ich muss dir ein paar hilfreiche Tipps geben, bevor du die neue Rennstrecke ausprobierst. Okay. Zuerst musst du lernen, wie man driftet. Das tun heute alle berühmten Rennautos. Und mit Bullis neuem Sprit baust du dabei jedes Mal auch Turbo-Power auf. Komm! Lass uns trainieren! Alles klar. Lehn dich einfach in die Kurve und schon driftest du! Ja, leicht, oder? Ja, vorausgesetzt, ich mach's in die richtige Richtung. Ah, nach vorne müssen wir das machen, um den Turbo einzulegen. Wie damals in Disney Infinity 3.0 bei den Podracern. Was wir ewig nicht gecheckt hatten. Perfetto! Und jetzt bist du bereit, auf der neuen Rennstrecke zu fahren. Geh und vertritt dir die Reifen. Ist das nicht eher Reifenverfahren wahrscheinlich? Ich weiß nicht. Wir gehen auf jeden Fall gleich auf die neue Rennstrecke. Bei ihm kriegen wir vermutlich die Mission dafür. Ach, Guido. Er spielt so gern Verstecken. Aber ich habe keine Zeit, ihn zu suchen. Bitte, du musst ihn finden und ihm sagen, dass er zur Arbeit kommen soll. Oh ja. Auf geht's. Wo versteckt er sich? Wo versteckt sich Guido? Guido hatte ich irgendwie anders in Erinnerung. Darf ich nicht sehen. Da war er gerade. Na, kommst du her? Der wird gar nicht erst gefragt, ob er zur Arbeit kommen will. Der wird einfach zur Arbeit gebracht. Bitteschön. Ah, was für eine Katastrophe! Oh, du musst Luigi helfen! Ich habe Überraschung für die Stadt, aber jetzt ist sie dahin. Die ganze Ausrüstung ist vom Hubschrauber gefallen. Aber nein, wie kann sie nur? Okay, neue Ausrüstung, die wir crashen müssen, so wie wir wahrscheinlich vorhin... Ob, den lassen wir mal da hier. Neue Ausrüstung, die wir sammeln müssen. Wahrscheinlich wie vorhin die Ausrüstung, also wie vorhin diese Kisten, die Lackdosen, die wir einsammeln mussten. Oder ist es nur die eine Kiste? Ups, scheint nur die eine Kiste zu sein. Ja, definitiv nur die eine Kiste. Na dann,
Oh, das war... Bitte. Machen wir nochmal wieder ein bisschen Nitro an. So, bitteschön. Also nicht alle Kisten. Es gibt ja noch mehr Kisten, die wir holen müssen. Das zeigt irgendwo mitten da. Die habe ich doch... Ist gerade meine Kiste kaputt gegangen. Hey! Ich hatte meine Aufgabe so schön gemacht und dann wird einfach meine Kiste hier kaputt gemacht, oder wie? Ne, die zeigt doch... Das Ding zeigt in zwei Richtungen gleichzeitig, das verwirrt mich. Ah, das zeigt noch weiter oben, wir müssen noch weiterfahren. Ja, Tatsache, wir müssen tatsächlich mehr von den Dingern einsammeln. Mal schön Drift hinlegen. So, du bist auch mitgenommen. War das auch noch die nächste Kiste gleich, oder? Ja, ne, es gibt keine von den Kisten. Ups. Egal. Ich nehme trotzdem hier alles mit. Das ist aber eine von den Kisten. Komm, alle guten Kisten sind noch da bestimmt drei, oder? Ich hoffe es einfach mal. Das ist nervig, wenn man nicht rückwärts fahren kann. So, zwei haben wir wieder. Drei Sachen können wir ja nicht gleichzeitig abschleppen. Kann man hier echt drauf driften oder so? Ne, kann ich nur hier kurz hochspringen und die Sachen holen. So, einmal vorbeilassen. Heiß und fertig. Wobei, heiß ist es hier auf jeden Fall. Die Sonne brennt hier vom Himmel. Aber fett ist in dem... Ja, vielleicht ist Öl in den Kisten oder so. Oh, grazie mille! Warte, bis du die großartige Überraschung siehst, die Luigi vorbereitet hat. Ciao! Ich bin gespannt und wechsle nochmal schnell das Auto hier. Für etwas friedvolle Zeit und köstlichen Biosprit solltest du Bullis Biosprit zu deiner Stadt hinzufügen. Bulli ist ja sowieso der Beste. Bulli ist aber nicht so teuer. Bullis Laden kostet 750. Also das Beste im Spiel ist definitiv den Zaun kaputt zu fahren. Spricht irgendwie nicht für das Spiel, oder? Nein, aber der Zaun kaputt fahren ist jedenfalls lustig. So. Also kriegen wir dafür immer Belohnungen. Der fährt hier nur verwirrt im Kreis rum. Was haben wir denn momentan noch an Aufgaben? Missionslogbuch. Was gibt's hier noch? Neue Lackierung. Ah. Kaufe Ramones lustige Lackierung und benutze den Laden, um ein Touristenauto zu neu zu lackieren. Okay. Und Raketen sollen wir auch noch kaufen. Schauen wir mal hier rein zu unseren Spielzeugen. Was haben wir denn hier schon alles? Die lustigen Lackierungen. 750 holen wir uns. Bei der wir uns erstmal die Waffen holen sollen. Habe ich das Ding gleich irgendwo hingesetzt? Gefühlt, ich habe es gleich irgendwo hingesetzt. Ja, das ist... Oder? Ja, da vorne wird es gerade aufgebaut. Können wir bei den Bauarbeiten zuschauen. Funktioniert aber, glaube ich, ziemlich schnell hier. Ja, doch, das schaut gut aus. Kannst gleich noch ein Touristenauto schnappen. So. Du bist der Glückliche, der eingefärbt wird. Ich hoffe, du freust dich schon drauf. Na komm. Mach schneller hier. Immer wieder die Reifen umfahren. Wird nie langweilig. Sorry. Oh, die dreht sich lange. Was? Kann man da reinschauen, wenn sie hier bauen? Ja, man kann reinschauen. Scheint noch nicht so weit zu sein, wenn ich das mir genau anschaue. Okay, dann machen wir noch irgendeine andere Aufgabe vorher. Dann machen wir doch zum Beispiel die Aufgabe hier. Reden. Alle coolen Autos machen Doppeltricks. Suchst du... Ah, nein. Ich hasse die Doppeltrick-Aufgabe, aber diesmal haben wir Nitro. Vielleicht haben wir es damit, ja. Vielleicht wird mit Nitro hier alles besser. Ja, war ein bisschen falsch eingesetzt, glaube ich, gerade eben. Egal. Das war echt schwierig, die Doppel-Nitro-Aufgabe, weil ich hier echt kein, noch bisher nur wenige Punkte gefunden habe, wo man wirklich von weit oben irgendwo runterspringt. Hier vielleicht. Ach komm, der war gelandet. Der war wunderbar gelandet, Lightning McQueen. Sehr schön. Unsere neue Lackierungs-Waschanlage ist fertig. Da werden wir dann gleich mal hinfahren und die Lackierung ausprobieren, wenn ich mal wieder hier an der Aufgabe hier gescheitert bin. Aber das dürfte nicht mehr allzu lange dauern. Ich glaube, hier könnte man runter, oder? Da ging's doch. Ach komm, diesmal war er wirklich gelandet. Ja! Egal, wir fahren gleich zur anderen Aufgabe. Das wird hier ja trotzdem nicht, doch nicht mehr. Hey, was machst du hier? Komm mit. Ich bringe ihn wieder nach Hause, du musst arbeiten. Oder die lackieren wir gleich. Können wir die auch lackieren?
Wäre sicher witzig. Oh, wir können uns auch hier selber waschen. Aber wir wollen ja echt, die Autos lackieren. So, da können wir noch durchfahren. Radiator Springs Spielzeugpaket haben wir damit freigeschaltet. Da haben wir gerade wieder die Sprungschanze eingeklappt. Jo, wir sollen ja einen färben, gell? Das war eigentlich unsere eigentliche Aufgabe. Die Frage ist nur, wo müssen wir den da reinhauen? Damit er gefärbt wird. Ich schmeiß ihn jetzt gleich mal da um die Ecke rein. Ah, ich habe ja keinen Rückwärtsgang. Das vergesse ich jedes Mal. Jedes Mal vergesse ich, dass ich keinen Rückwärtsgang habe, wenn ich die Typen im Schlepptau habe. Nein, nicht färben. Okay, die müssen anscheinend durch den Vordereingang rein. Kein Problem, hier fahren ja noch genügend Touristen rum. Die wild darauf sind, eingefärbt zu werden. Ich weiß es doch. So, rein mit dir. Ja, diesmal war es richtig. Genau, den wollen wir in einer anderen Farbe haben. Wie wäre es mit knalligem Rot? Das schaut doch fast aus wie Lightning McQueen. Da wird doch bestimmt ein Traum war. Oh ja, ich wusste, dass das cool aussieht. Aber du hast noch einen draufgesetzt. Ich muss meine Kamera suchen. Alles gut. Wow, 200 gab's wieder. Wie gesagt, wir müssen echt Missionen machen, damit wir hier ordentlich was uns kaufen. Hey, schön dich zu sehen, Mann. Das ist eine neue Quest für mich. Neue Aufgabe. Abschleppen. Du hast keine neue Aufgabe, aber du hast eine neue Aufgabe. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir drei Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.